Tja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ja, ich habe schon lange keins mehr gemacht. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ich wurde angefragt wegen OBS, also Open Broadcaster Studios in dem Fall, weil ich habe das Studios, weil es auch viel, viel geiler ist wie das alte. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ihr beachten müsst, wie ihr am besten streamen könnt, wie ihr was einfügen könnt, dann bleibt am besten dran. Bis gleich. Schon gesagt, viele haben mich gefragt wegen Open Broadcaster Studios. Für die, die es wissen, ist es jetzt ziemlich uninteressant, was ich jetzt zeige. Für die, die es nicht wissen, werde ich es nochmal kurz zeigen, wo man das Ganze herbekommt. Open Broadcaster Software, also beziehungsweise Studios in dem Fall. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung reinklatschen, weil oben bei der Infokarte kann man es wahrscheinlich nicht wegen externen Links und so. Wie man das Ganze downloadet, wie man es installiert, brauche ich glaube ich nicht zeigen. Ich denke mal, ihr seid da echt fresh genug und ziemlich smart. Ihr kriegt das schon hin. Wichtig ist nur, dass ihr nicht immer weiter drückt, sondern immer genau das durchlest, was ihr weiter drückt, bevor ihr irgendeine Scheiße installiert. So viel schon mal dazu. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann öffnen wir das Ganze. Seht ihr hier? Ich habe jetzt ein zweites Programm geöffnet, deswegen kann ich die Kamera da nicht anzeigen. Ich kann euch höchstens zeigen, was man da, wie man das Ganze einfügt. Also wir machen jetzt erstmal eine neue Szene. Da würde ich einfach mal sagen, Test, Stream oder so. Und ich habe mich jetzt heute dafür entschieden, nur die Grundeinstellung zu machen, was für meiner Meinung nach am besten geeignet ist, um einen Stream zu starten und worauf man darauf achten muss, dass es auch wirklich funktioniert. Folgendermaßen, ihr geht auf Quelle, ihr braucht natürlich erstmal was ihr anzeigen wollt. Ich würde mal sagen, die meisten von euch werden Minecraft machen oder andere Spiele. Gehen wir mal auf Spieleaufnahme. Ich habe dazu schon mal was vorbereitet, ich habe ein Spiel geöffnet, ich hoffe, ich finde es jetzt auch. Irgendwo. Gameaufnahme Overwatch. Hier. Ja, wird natürlich nicht angezeigt. Deswegen gehen wir hier auf Eigenschaften. Dann, genau, geht ihr einfach auf bestimmtes Fenster und dann wird hier unten meistens schon angezeigt, entweder das X-Open Broadcaster Studios, was ich hier gerade offen habe, um euch das zu demonstrieren, oder in dem Fall Overwatch X Overwatch. Wenn ihr jetzt das so seht, ich meine, ihr seht es ja gerade, dann ist das nicht schlimm. Ihr müsst gucken, wenn das nämlich dann auf Vollbild ist, dann ist es natürlich auch auf dem Bild auf Vollbild. Ich habe es jetzt hier im Fenstermodus, deswegen sind da immer noch so kleine schwarze Balken. Sobald ihr aber in dem Fenster-Vollbildmodus geht, bei dem Spiel, je nachdem, oder es eigentlich schon eingestellt ist, habt ihr komplettes Vollbild. Bild und ihr könnt es voll nutzen. Also da schon mal, sei euch gesagt, ist kein Problem. So, was ich jetzt zum Beispiel noch habe, ist, ich mache immer einen Camrand dahin. Da kann man dann super geile Bilder einfügen übrigens. So kann man das auch machen, wenn man Overlay für einen Stream macht, jetzt ganz speziell. Ich habe leider keins für euch, deswegen werde ich das jetzt einfach mal demonstrieren, wo man sowas herbekommt. So, hier gehen wir jetzt zum Beispiel einfach mal auf Testbild oder so oder machen einfach mal Test, keine Ahnung. Dann geht ihr auf jeden Fall in eure Ordner, wo ihr das Ganze dann gespeichert habt. Ich gehe immer auf Bilder für Banner, da wo ich halt meinen ganzen Scheißdreck habe. Beziehungsweise gehe dann ein paar Sachen zurück, Videobearbeitung. Und hier habe ich dann zum Beispiel einen Camrand. Da habe ich dann sämtliche Render, die ich dafür brauche. Wie zum Beispiel das Channel of the Week, das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. In dem Fall können wir einfach mal das Overwatch nehmen. Ich hoffe, ich finde es jetzt gleich auf Anhieb hier. So. Overwatch, ja gut, das hatte ich schon lange nicht mehr da gehabt. Dieses hier. Dann geht ihr einfach auf OK. In dem roten Kasten seht ihr schon, ihr könnt das dann je nach Belieben vergrößern, verkleinern, wie auch immer. Könnt es dann verschieben. Und so viel sei schon mal dazu gesagt. Ihr müsst halt auch gucken, wie es dann in der Aufnahme ist. Ist es zu groß, zu klein? Ne, ich habe schon viele Leute gehört, zum Beispiel bei Zelda Ocarina of Time, die gesagt haben, deine Cam ist zu klein. Gut, das kann man dann sofort wieder fixen. Also das ist ja alles noch bearbeitbar. Und jetzt gehen wir auf Videoaufnahmegerät. Falls ihr eine Webcam habt, so wie ich in dem Fall, dann geht ihr auf Videoaufnahmegerät. Cam. Okay. Wird jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich die Cam ja auf dem anderen, also in dem Programm, was offiziell aufnimmt, gestartet habe. Ich kann das dann hier auch zum Beispiel, wenn jetzt, ich demonstriere das jetzt mal hier, wenn jetzt hier drauf geht, das mache ich jetzt mal hier drüben, dann ist die Kamera weg. So, macht ihr das Ganze dann wieder an, ist die Kamera wieder da. Genauso geht das mit dem Testbild oder mit der Gameaufnahme. Das könnt ihr dann schließen, wie ihr wollt. So, damit, das haben wir jetzt schon mal die Grundeinstellung, die Voraussetzung dafür, dass ihr überhaupt Spiel aufnehmen könnt. Was ihr jetzt für Einstellungen braucht, zeige ich euch jetzt. Ich habe immer zwei Profile erstellt. Einmal das Gaming, einmal das YouTube Stream. In dem Fall
gehe ich jetzt einfach mal auf YouTube Stream. Dann seht ihr die ganzen Einstellungen, obwohl wir machen einfach ein neues Profil am besten. Dann dürfte das kein Problem sein. Da gehen wir einfach, machen wir mal einen Test und so. Dann sind zwar die Einstellungen, so wie ich sie jetzt habe, immer noch aktuell, aber ich kann euch besser demonstrieren, was ihr umstellen könnt und was nicht. So, hier ist es jetzt zum Beispiel, ihr könnt okay, das Motiv kann man ändern. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gewusst. Was ist das hier? Ui, das ist natürlich noch ein bisschen anders. Ich habe das Dark genommen, das habe ich standardmäßig eingestellt. Ist jetzt auch irrelevant eigentlich. Ist ein neues Set im Play. So, was ihr hier eigentlich braucht, ihr seht es ja schon, ich habe nicht viel angezeigt. Das kann man eigentlich so lassen. Das sind die Standardeinstellungen. Braucht man eigentlich gar nicht für drüber diskutieren. Jetzt gehen wir auf Stream. Da könnt ihr eure Stream-Plattform praktisch auswählen. Ja, also die Stream-Plattform, wenn ihr das so eingestellt habt, dann habt ihr schon automatisch schon den Plattformen Twitch, YouTube, Smashcast, Mixer.com, bla bla. Ihr habt hier wirklich alles, was ihr braucht. Facebook, bla, Ding, nur halt irgendein paar andere. Falls ihr sie nicht findet, müsst ihr euch halt mal hier oben mit auseinandersetzen. Ich kann euch das jetzt nicht demonstrieren. Hier müsst ihr den Streaming-Schlüssel eingeben. Ich weiß jetzt nicht, bei YouTube, die meisten, die ja streamen, die wissen es schon. Ich werde es jetzt nochmal kurz demonstrieren. Ich bin ja wieder so gut vorbereitet. Oh, das war schon das Verkehrte. Wir gehen einfach mal auf meine Streaming-Seite. Ich hoffe, es lädt jetzt relativ schnell, dann habt ihr da nicht so viele Probleme. So, den Streaming-Schlüssel findet ihr hier unten. Da, das ist der Schlüssel. Da geht ihr einfach mal kurz auf Anzeigen, Kopieren. Mache ich jetzt natürlich nicht. Dann geht ihr auf jeden Fall auf Kopieren. Wieder auf euer Open Broadcaster. Und hier könnt ihr das Ganze dann einfügen. Nicht? Eigentlich ganz einfach. Das hier lasst ihr auf Automatisch. Bei der Ausgabe ist jetzt wichtig, ganz wichtig. Ausgabemodus machen wir einfach. Hier ist jetzt das Problem, das würde ich standardmäßig nie lassen. Also bei dem Codierer hier, Software mal 264 würde ich nie machen. Ich mache die AMD-App. Bei denen, die auf jeden Fall eine AMD- bzw. MSI-Grafikkarte haben, funktioniert das tausendmal besser, weil dann wird nämlich die ganze Leistung vom Stream nicht auf euren Core gepackt, sondern auf die Grafikkarte. Und das macht unwahrscheinlich viel aus, wenn ihr dann im Stream drin seid. Ich habe das gemerkt, ich habe das bei dem 264 gehabt, da war meine CPU-Auslastung immer auf 60%. Das ist viel zu viel. Und jetzt, wenn ich das auf AMD-App habe, dann ist meine Auslastung bei 3,9 bis, keine Ahnung, maximal auf 6. Also das ist hundertprozentig. So, die Audio-Bitrate könnt ihr so lassen. Aufnahmefahrt könnt ihr euch dann durchsuchen, wo ihr das wollt. Ich habe das jetzt zum Beispiel immer bei... Wo waren das? Ich gehe mal kurz auf Desktop. Ich habe das immer auf Volume R und dann habe ich Aufnahmen, Let's Play, OBS. Keine Ahnung, könnt ihr euch, wie schon gesagt, aussuchen, wo ihr Bock habt. Dann Aufnahmequalität, gleiche wie Stream. Wenn ihr jetzt... Ja, gleiche wie Stream, das erklärt es eigentlich auch schon. Könnt ihr auch schon so lassen. Ich mache den... Wenn ihr jetzt ein Aufnahmeformat macht, mache ich immer auf MPEG-4. Weil jedes Schneideprogramm kann MPEG-4 am besten verarbeiten, meiner Meinung nach. Also da läuft es hundertprozentig flüssig, braucht ihr euch nicht zu bedenken. Was jetzt wirklich wichtig ist, viele von euch, habe ich gemerkt, die puffern immer so ewig. Wenn ihr im Stream drin seid, dann hat man immer so einen Puffer, das macht für den Zuschauer keinen Spaß. Deswegen müsst ihr, dafür ist die Video-Bitrate zuständig, das hier. Diese könnt ihr ermitteln, das können wir mal wegmachen hier unten, Gott. Diese könnt ihr ermitteln, indem ihr einen Speedtest macht. Da ist der Upload wichtig. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Upload von 20 Mbit die Sekunde. Davon nehme ich immer die Hälfte. Dann machst du dann einfach... 10.000. Warum 10.000? Das wird, glaube ich... Ja, genau, in Mbit. Und wir brauchen ja die K-Bit-Rate in dem Fall. Also 10K-Bit eingegeben. Passt. Übernehmen. Fertig. Audio braucht ihr auch nicht wissen, außer... Wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel Desktop-Audio-Gerät. Also das, was man praktisch, was ihr hört, dass ich das auch höre, ist dann praktisch Headset, bla bla. Also, ne, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Da könnt ihr das Mikrofon noch angeben. Hier ist Standard. Da ich ja zwei Soundkarten habe, muss ich das dann immer ändern und gehe dann hier zum Beispiel auf Standmikro SXF1 Surround Sound 5.1, weil das meine Soundkarte ist. Dass man da nicht in Schwulitäten kommt. Also, falls ihr Probleme habt,
und damit nicht klarkommt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann euch dann nochmal spezifisch dazu helfen. Videoausgabe. Jetzt wird es nochmal wichtig für den Stream, weil das ist je nach PC-Leistung. Beziehungsweise auch Internet. Also hier geht es darum, das was ihr aufnehmt auf der Leinwand, es sind die 1920x1080. Jetzt könnt ihr das Ganze aber umskalieren, um die Leistung bzw. das, was ihr ins Internet rausschickt, noch mal ein bisschen zu vermindern. Selbst ich mache das und ich habe eine echt gute Internetverbindung mit 400.000 in der Leitung. Ich mache das runterskalieren auf 1280x720. Wenn ich das jetzt auf 1920x1080 machen würde, müsste ich wesentlich mehrere Pixel ins Internet, so müsst ihr euch das bitte vorstellen. Umso mehr Pixel ihr ins Internet schickt, umso mehr Internet zieht es euch praktisch, weil ihr müsst das ja auch vermitteln können. Ne? Und deswegen, ich würde das am besten auf die 720 begrenzen. Dann habt ihr damit kein Problem. Hier ist jetzt nochmal, ganz wichtig nochmal für euch, am schnellsten, aber unscharf bei Skalierung. Damit habt ihr dann praktisch die schnellste Übermittlung. Aber es könnte halt sein, dass ihr im Stream öfters mal verpixelt seid, beziehungsweise ziemlich unscharf seid. Ich gehe da immer mittig. Das ist dann für mich am besten, weil das ist dann Rechnerleistung als auch Internet und Qualität. Wenn ihr natürlich hier drauf geht, dann habt ihr die 100%ige Rate, die ihr rausschickt. Wenn ihr das machen wollt, würde ich euch empfehlen, die Bitrate noch ein bisschen runterzustellen, wenn ihr halt merkt, dass es puffert, weil ihr dann wieder viel zu viele Pixel, viel zu viel Qualität alles ins Internet schickt. Und deswegen, also ich würde empfehlen, einfach mittig zu bleiben bei dem Becubic. Und hier ist es auch nochmal wichtig, ihr könnt natürlich 60 FPS machen. Ich mache das, weil das mein Rechner schafft, beziehungsweise meine Internetleitung. Vorher, wo ich nur die 100.000 hatte, musste ich auch auf 30 gehen, weil ich dann nur gepuffert habe wie Drecksau. Also ihr müsst da ein bisschen den Mittelwert finden. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Dann seid ihr da eigentlich schon total im Bunde. Könnt ihr dann so übernehmen, auf OK drücken. Das ist jetzt so das Wichtigste eigentlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch wollt, dass ihr verschiedene... Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? 12 Minuten, okay, da können wir noch ein bisschen was machen. Ich habe euch ja mal gezeigt, beziehungsweise, ihr wisst es ja eigentlich, obwohl das können wir eigentlich auch mal im anderen Video machen. Man kann jetzt noch verschiedene Sachen einfügen, wie zum Beispiel auf Hotkeys irgendwelche Sachen. Ja komm, das machen wir jetzt einfach nochmal. Ich gehe da jetzt zum Beispiel auf, wo waren das, Videoaufnahmegerät, nein, Medienquelle, da habe ich jetzt zum Beispiel hier Intro oder Intro Overwatch oder Like-Button oder Subscribe-Button, das habt ihr in meinem Stream ja auch gesehen, das hier ist dieser Like-Button und den kann man dann auch praktisch per Hotkey, dass wenn man auf den Knopf drückt, dass es dann angezeigt wird, dann braucht ihr nicht ständig auf dieses Auge gehen. Jetzt weiß ich halt nicht, wenn ich jetzt auf die Einstellung gehe, zum Beispiel, und gehe jetzt auf Hotkeys, ob das dann damit drin ist, weil ihr seht ja schon, ich habe jede Menge. Das müsste dann unter dem, das haben wir ja bei Tests gemacht, ne? Tutorial, hier haben wir es doch, hier haben wir es doch. So, da ist aber, nee, Quatsch, das ist was anderes. Teststream, hier. Genau, hier haben wir die Testanzeige, hier haben wir die Cam, hier haben wir den Like-Button. Den Like-Button setze ich immer auf F5, glaube ich. Nee, F6 setze ich den. Genau. F6 und natürlich zum Verdecken auch wieder F6. Jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, weil ich ja zwei Programme geöffnet habe. Ja, aber es funktioniert. Man drückt drauf und es wird angezeigt. Man sieht es ja auch. Man kann das Ganze dann ein bisschen verkleinern. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass es geht. Ja, geht definitiv. Und dann könnt ihr das hinschieben, wo ihr wollt. Sowas könnt ihr natürlich auch mit Intros machen. Ihr könnt das mit irgendwelchen Texten machen. Wenn ihr diese ganzen animieren wollt, dass die so durchflitzen oder so, das müsst ihr natürlich im Schneideprogramm machen und müsst es dann aufs Ganze ziehen. Ist ja völlig klar. Aber ich kann da nochmal näher drauf eingehen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Dann machen wir das einfach mal. Und ich würde sagen, fürs Erste, was ist jetzt die Grundeinstellung, wisst ihr bereits. Wie schon gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man so Like-Buttons einfügt oder irgendwelche Sachen haben möchtet, wie den Subscribe-Button, wie das reinfliegt und so, wie ich das bei dem Schneideprogramm mache, dann schreibt mir es einfach in die Kommentare, was ihr wissen wollt, was für Möglichkeiten ihr haben könnt. Einfach mal in die Kommentare und dann werde ich sehen, was ich für euch tun kann. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, freue mich sensationell auf euer Feedback und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. See you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Stream.